Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Start in diese neue Woche. Geht's heute weiter mit Dirt 4 um 14 Uhr. Natürlich, wie immer. Na klar, kennt ihr doch. Wir starten heute rein in den Gruppe B Rallycross Cup. Dann gucken wir mal, was haben wir denn da zu erwarten heute? 4 harte Rennen. Ja, das kriegen wir vielleicht sogar heute komplett alles in einen Part. Mal gucken. So, gehen wir rein. Ja, Start. So. Da warten wir einen Moment, wir sind in Norwegen zu Gast. So. Hau, Norwegen. Oh, hoffentlich ist das nicht die Hölle. Aber der Modus ist derselbe. Nach dem letzten Cup haben wir ja ein bisschen verkackt. So ein kleines bisschen. Aber wir kriegen das schon diesmal auf die Reihe. Durch die Zeitstrafen haben wir es nämlich verloren. Und nicht durch das Rennen selber. Gut, starten wir rein ins Rennen. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Okay. Okay, leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Die Ampel ist rot. Einmal fürs Rennen. 6 Fahrer und in 4 Strecken insgesamt nur 3. Los! Mit der Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Ich muss mich konzentrieren, weil ich vor allem die Strecke auch nicht kenne. Ich glaube, dass wir um den ersten Platz kämpfen, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind. Ich hätte 5 Runden. Aber nicht nur 4. Momentan um den Sieg. Aber es ist keine, wird nicht angezeigt, wo die Joker-Runde ist. Sind wir gerade nebenbei. Ah, ich glaube, hier rechts ist die. Ich glaube, dass wir um den ersten Platz kämpfen, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind. Joker nächste Runde. Joker nächste Runde. Hä? Das sind die scheiß Joker-Runden. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, ja? Aussieht, fahren wir um den Sieg mit, sobald alle Fahrer ihre Joker-Runden gefahren sind. Hier ist sie. War vorher nicht wirklich klar. Ja, das Spiel macht deutlich, wird deutlich besser angezeigt. Naja.
geschafft. Easy. Wunderbar. Das ist der Sieg. So, dann haben wir das auch soweit erledigt. Keine Strafen, das ist wunderbar. So, was haben wir denn hier Schönes? Aber wir haben sogar noch einige Aufgaben zu erledigen. Diese Runde haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal durch. 4 Sekunden brauchen wir nicht. Die erste oder versagt, wir müssen sowieso jetzt mal gucken, was wir machen. Hoffentlich kriegen wir es hin. Okay, dann wissen wir jetzt, wo die Schurkerrunde auch ist. So, ab ins Finale. 7 Runden oder was? Würde mich jetzt spontan nicht wundern, wenn hier 7 Runden jetzt mitgehen. Ja. Ich glaube, dass wir um den ersten Platz kämpfen, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind. So, wir sind schon mal durch mit der Joker-Runde. Das war das Wichtigste. Egal, die hat bei dem Wetter. Und dann fehlt noch einer ohne Fahrschein. Aber er hat noch ein paar Runden Zeit. Thank you.
Der konnte ja nicht schneller oder hat ein dickes Problem gehabt. So, der rettet sich doch vor der Überrundung und dann sind wir durch. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. So, wunderbar. Also die ersten 25 Wertpunkte. Oh, eine Kollision hatten wir. Nicht ganz auf grün. Also, nächster Teil, Schweden. Ah, ich glaube, wir machen hier tatsächlich sogar zwei Parts raus. Ich glaube, wir machen 2-2. Was wird das so lange dauern? Ja, machen wir so. Nochmal 2-2. Machen wir heute den ersten und morgen den zweiten Part. Also jetzt haben wir noch Schweden. Und dann gehen wir rein. Weil so viele Runden sind das auf jeden Fall auch. Sind ja 12 Runden oder so pro Rennen. Und dann brauchen wir sonst zu lange. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten. Dann passt das auch von der Zeit her. Gut. Gehen wir rein ins letzte Rennen für heute. Gut, das geht gleich los. Konzentrier dich. Gut, mach dich bereit. Joker-Runde nur einmal fahren, außer ich sage dir etwas anderes. Ich vermute, dass wir hier raus sind. Scheiße. Thank you.
ich arbeite, damit wir hier wirklich nochmal Zeit rausgucken. Ich weiß nicht, wie hoch die Strafen werden. Ne? Wenn wir mal Glück haben, können wir vielleicht noch eine kleine Strafe. Dann könnten wir vielleicht ein bisschen Glück auf Platz 3 und dann noch ins Finale ziehen. Ansonsten mal hier raus gleich. Du hast eine Zeitstrafe für das Abkommen vom Kurs erhalten. Ja, das habe ich vermutet. Aber es reicht, um Erster zu bleiben. Wir haben den Abstand so groß gemacht, dass wir auf einmal tatsächlich doch weiter sind. Puh, Glück gehabt. Jetzt wären wir hier weg gewesen, Leute, vom Fenster. So wie beim Rallycross im letzten Rennen. Na, wer erinnert sich, letzte Woche Mittwoch oder so. Gut, dann gehen wir jetzt rein. 5 Sekunden haben wir jetzt bekommen. Eine Zeitstrafe, nur so nebenbei. Na gut, dann gehen wir jetzt ins Finale. Bereit. Das letzte Rennen für heute. Lass dich nicht ablenken und konzentriere dich. Also alles wie gehabt. Jetzt geht es um die wichtigen Punkte. Jetzt müssen wir das irgendwie nicht gewinnen. Idealfall ohne Zeitstrafe. Wir haben schon die Joker-Runde gezogen. Also braucht man natürlich da jetzt nichts weiter zu machen. So, fehlt nur noch einer mit der Joker-Runde. Ich komme mal 3 momentan der Vorsprung, aber also ziemlich deutlich. Dann jetzt Runde 4. Haben wir noch. Ja, verkürzt er sich nicht ab. Kann ich Strafe mehr kriegen? Die können wir die können wir, die können wir Strafe kassieren. Die Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Aber die ist ja schon groß genug auf Platz 2, das wäre nämlich. Aber wir haben hier 50 und 2,5, das können 2 Sekunden werden. Thank you.
auf die Plätze 5 und 6 und kämpfen. Das war klar, was abkommt. Da müssen wir echt aufpassen. Auch in den Rennen morgen. Schade, wir konnten sie nicht mehr überrunden. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Kurvenschneidens zu bestrafen. Das ist eine Überraschung. Ich hätte es tatsächlich erwartet jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es tatsächlich jetzt erwartet, dass da jetzt nochmal eine Teilstrafe kommt. Nicht eine hohe, aber 3 würde reichen, das ist wahrscheinlich ein Sieg, aber ja, aber wir haben es keine bekommen, das ist erstmal das Wichtigste. So, jetzt muss er wieder ein bisschen laden. Okay, egal. Gut, dann war es das für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Dirt 4.